Die Highlights der Krefeld Ravens werden präsentiert vom Sylter Eiscafé. Zum Entscheidungsspiel um die Meisterschaft traten die Krefeld Ravens am Wochenende bei den Solingen Paladins an. Und die Ravens konnten in sehr, sehr guter Besetzung auftreten, fast in Bestbesetzung. Und sie hatten Verstärkung bekommen. Musa Keita nach seinem Auslandsjahr wieder zurück. Und Cody Gallia, auch der trat wieder im Ravens-Jersey an. Aber natürlich wollten auch die Hausherren hier zeigen, was sie können. Sie haben bisher eine Niederlage und wollten sich die Meisterschaft mit einem Sieg gegen die Ravens holen. Entsprechend motiviert laufen sie hier ein. Und Novum, wahrscheinlich in der Ravens-Geschichte, der Kickoff von den Hausherren und die Ravens zuerst mit der Offense auf dem Feld. Das machen sie eigentlich nie. Und dann Musa Keita direkt mal mit dem First Down. Ein guter Start für die Ravens. Aber dann Lukas Wefel sieht mit der Interception. Und das Ding nimmt Wetzel, Kevontae Wetzel auf und geht in die Endzone. Pick 6. Und ja, das ist natürlich dann der absolute Fehlstart für die Ravens, die auch früh zwei Auszeiten verbrauchen mussten. Und dann mit dem zweiten Drive. Und hier kommt Jamari Davis und der macht richtig Raum, tritt da aber wohl, wo wir es nicht gesehen haben, auf die Außenlinie. Dementsprechend kein Touchdown, aber natürlich wahnsinniger Raumgewinn. Dann wieder Musa Keita. Auch der macht richtig viel Raumgewinn und ein First Down. Und die Ravens damit schon dicht vor der Goal-Line. Und da ist es dann. Akiva Wedge mit einem schönen Move. Drei Leute im Backfield. Man hat richtig Druck gemacht und dementsprechend der Lauf in die Endzone. Und die Defense jetzt auch zur Stelle. Immer wieder greift man zu hier. Green, Joffrey Green, der Top-Receiver der Gäste hier früh gestoppt. Und das gelang immer wieder gegen den Lauf insbesondere. Kaum etwas kam durch und dementsprechend der Punt. Der geht erstmal tief, springt dann zurück und dann denken alle, das war's. Aber das sieht Nash nicht so. Tina Shigonese und der geht hier ab über die linke Seite, macht richtig Raum und wird dann von Max Emmerich am ehesten ausgebremst. Und die Ravens damit aber trotzdem dicht vor der Red Zone. Der Pass in die Endzone und das wird als Pass Interference gewertet und dementsprechend von der 1 oder 2 Yard Linie die Ravens. Und sie versuchen von der Aufstellung dasselbe, aber dann der Pass und der geht eben auf Cody Gallia, der hier als Heavy Personal aufgestellt ist. Der fängt sicher und macht das 13-7, der PAT gut, also 14-7 der Spielstand. Die Paladins versuchen es weiter, aber die Ravens Defense sehr, sehr stabil. Und dann müssen sie punten und das misslingt völlig. Und Max Emmerich wirft sich hier drauf, sichert den Ball und damit die Ravens erneut in hervorragender Feldposition. Und das wissen sie zu nutzen. Akiva Wedge, der geht hier durch zwei Leute durch und in die Endzone. Nächster Touchdown für die Ravens. Das ist das 20-7. Allerdings der PAT wegen schlechten Snaps nicht gut. Damit bleibt es beim 20-7. Die Hausherren versuchen es weiter und immer wieder über Joffrey Green, der ja immer mehr ins Spiel kam und hier eine richtig, richtig starke Partie hinlegte. Aber insgesamt die Ravens Defense stark. Die Gastgeber kommen nur zu diesem Field Goal durch Stadler und das dann eben das 10-20. Aber die Ravens weiterhin über Akiva Wedge in seiner unnachahmlichen Art macht hier richtig Raumgewinn. Und dann ein kurzer Pass auf Jamari Davis. Der macht hier einen Move. Den nächsten. Da noch einen. Und wieder tanzt er einen aus. Und er tanzt die restliche Defense aus. Praktisch jeder wird einmal von ihm versetzt. Wie ein Hase geht er da durch die Defense der Paladins und in die Endzone. Mindestens drei Gegner müssen da wahrscheinlich mit Knöchelbruch ins Krankenhaus. Jamari Davis, ein überragender Lauf und die Führung ausgebaut. Und sie gehen für zwei und das macht Akiva Wedge. Der wuchtet sich in die Endzone. Durch eine Strafe war es noch kürzer und damit der verpasste PAT wieder ausgeglichen. 28-10, aber Green hier mit diesem Catch, der richtig stark die Paladins wieder ins Spiel bringt und kurz vor die Endzone. Auch hier sind sie short. Nächster Versuch, auch short.
Ja, und dann wurde es richtig, richtig knapp. Mit der Uhr nämlich. Es blieben noch 5 Sekunden, es gab eine Flagge, dann Diskussion. Und dann läuft die Uhr aber weiter, nachdem der Ball gespottet ist und nicht erst nach dem Snap. Und das haben die Paladins verpennt und damit bleibt es hier beim 10:28 zur Halbzeit. Und die Ravens insgesamt natürlich durchaus zufrieden. Kai Schreckenberg, der Head Coach, feuert seine Jungs nochmal an, will natürlich, dass sie genau so weiterspielen, denn dieser Vorsprung ist natürlich durchaus erstmal, zumindest scheinbar, beruhigend. Nach dem Seitenwechsel zunächst auch die Defense voll zur Stelle. Hier Jan Köhler mit dem Quarterback-Sack und die Paladins unter Druck. Versuchen es hier mit einem kurzen Pass, aber wieder früh gestoppt. Und ja, dann die Ravens wieder mit ihrer Offense. Und dann Akiva Wedge. Und dann Akiva Wedge. Der tanzt hier noch einen aus, macht nochmal 5-6 Yards und ist dann schon kurz vor der Red Zone. Und die Ravens weiter auf dem Gaspedal. Der Pass allerdings überworfen und damit nur der Field Goal Versuch. Aber der wird geblockt und sogar ein ganzes Stück zurückgetragen und das bringt dann eine gute Feldposition. Stadler übrigens, der Kicker ist es, der eigentlich Linebacker ist. Und die Paladins jetzt besser im Spiel. Wieder Green, der langsam richtig heiß lief. Und der nächste Pass und der wird gefangen und in die Endzone getragen. Bush ist es, der Bruder des Quarterbacks. Und der stellt hier den Anschluss noch nicht her, das war noch nicht der Touchdown. So, jetzt kommt der Touchdown, aber wieder ist es Bush und der fängt den jetzt. Und jetzt ist der Anschluss hergestellt, 17:28 der Spielstand. Dann ein Fumble unmittelbar vor der eigenen Endzone von Akiva Wedge, aber er sichert den wieder. Und ja, dann musste man punten und die Paladins mit diesem Pass aber intercepted von Dina Chigonese, der auch MVP des Spiels wurde. Nicht nur aufgrund dieser Aktion, bringt seine Farben wieder richtig gut in starke Feldposition. Und dann einmal mehr der Lauf über Jamari Davis und der geht hier über die linke Seite. Wieder guter Raumgewinn und man ist kurz vor der Endzone. Und dann Option Play. Und Akiva Wedge behält den Ball und geht durch. Und nächster Touchdown für die Ravens. Akiva Wedge. Da haben sie gebissen auf den Lauf von Davis. Und Akiva zieht den raus. Und damit die nächsten Punkte für Krefeld. 35:17. Doch wer dachte, es wäre entschieden. Der hatte die Rechnung ohne diesen Mann hier gemacht. Joffrey Green, der macht richtig Raumgewinn da im Return. Und schon stehen sie wieder vor der Red Zone der Ravens. Und dann ging es recht schnell. Wieder Green und der reißt sich hier los, bricht durch und macht den Touchdown. Und damit das 23:35. Und sie versuchen den Onside-Kick. Es war nicht mehr so viel auf der Uhr. Und der gelingt sogar. Und Bush sichert den Ball für seine Mannschaft. Und damit wird es hier nochmal richtig heiß. Denn wieder geht der Ball auf Green. Und der reißt sich los. Macht wieder richtig Yards after Catch. Und sie sind schon tief in der Red Zone. Und der nächste Pass. Und der geht wieder auf Green. Und auch wenn er den da ein bisschen juggelt. Eigentlich perfekt gedeckt von 2 Leuten. Und trotzdem holt er den runter. Überragende Partie des Importspielers der Paladins. Die Ravens antworten mit Akiva Wedge, denn diesmal misslang der Onside-Kick. Und es ging nur noch darum, hier die Uhr runterzuspielen, die Ravens dementsprechend sehr, sehr lauflastig. Wieder Akiva Wedge und das ist das First Down. Aber eins brauchte man noch, um das Spiel hier zu Ende zu bringen. Das sollte jetzt Jamari Davis über die linke Seite machen, aber das reichte nicht. Und damit 21 Sekunden vor Schluss der Punt der Ravens, Jimmy Salami, der puntet den Ball ein bisschen kurz, hätte vielleicht ins Ausgehen sollen, aber schnell der Tackle da von Jonas Tees und damit nur noch wenige Sekunden auf der Uhr. Und dieser Pass, der ist gefangen von Green, aber inbounds, damit läuft die Uhr weiter und damit läuft sie auch aus. Und 35:30, der Sieg für die Ravens hier im Topspiel. Damit müssen sie aus den letzten beiden Spielen nur noch einen einzigen Erfolg holen, um sicher in den Playoffs zu stehen. Das sollte eigentlich am Wochenende geschehen in Münster, aber das Spiel wurde verlegt auf den 7.9. Dementsprechend ist das nächste Spiel jetzt in Wuppertal und da haben die Ravens ja noch eine Rechnung offen.
Und ja, sie feierten den Erfolg in Solingen und gehen jetzt voller Euphorie in die letzten Spiele.